9 Uhr morgens am Strand im niederländischen Seeland. Die Ferienhäuser kommen zurück. Den Winter über standen sie auf einem Parkplatz. Es ist Anfang März, die Urlaubssaison kann beginnen. Die niederländische Küste boomt. Es wollen immer mehr Menschen ihren Urlaub hier verbringen, auch aus Nordrhein-Westfalen. Das ist wirklich Urlaubsfeeling, ohne jetzt sich in Flieger setzen zu müssen. Deswegen ist das eine Wahl, hier nach Holland zu fahren. Seeland ist ein Sehnsuchtsort für viele Menschen. Und das schon seit langem. Man kommt hier wie in so ein zweites Zuhause eigentlich. Also mit den Leuten, die man mittlerweile schon kennt und so. Das ist wirklich ziemlich schön. Aber für die vielen, die kommen wollen, gibt es zu wenig Platz. Schon jetzt ist die Küste an manchen Stellen zugebaut. Wir haben Sorgen. Wir machen uns Sorgen, dass der Tourismus wirklich rasant wachsen wird. Darauf müssen wir vorbereitet sein. Wir müssen dafür gemeinsam über Regeln nachdenken. Denn gerade weil sie so schön ist, ist die seeländische Küste bedroht, wenn immer mehr Menschen kommen. Was muss sich ändern? Kilometerlange Sandstrände, in 2 bis 3 Stunden von der deutschen Grenze aus erreichbar. Vor allem bei Camperinnen und Campern ist diese niederländische Provinz beliebt. Es gibt unzählige Ferienparks und Campingplätze. Viele Urlauber fühlen sich so wohl, dass sie regelmäßig hier sein wollen. Sie kaufen sich ein Haus auf Rädern, ein sogenanntes Mobilheim, und pachten auf einem der Campingplätze dafür einen Stellplatz. Jetzt sind sie Dauercamper mit ihrem eigenen Plätzchen Seeland. Rund ein Drittel davon stammt aus Deutschland. Einfach so eine kleine Siedlung hier zu haben mit ganz unterschiedlichen Menschen, die sich so darauf gefreut haben, in so etwas Kleinem zu leben. Einfach ja, wesentlich weniger, wesentlich reduzierter und trotzdem sehr gut. Auch auf diesem Campingplatz in Burghamstede machten früher vor allem Dauercamper Urlaub. Heute haben die meisten ihre Mobilheime abtransportiert. Terrassensteine und Gartenzäune entsorgt. Denn der Inhaber des Platzes kündigte alle Pachtverträge zum Jahresende. Auch Manfred Bergstermann, einer der letzten Dauercamper, soll weg. Ich bin traurig, sehr traurig, dass das, hier sieht man das Ende des Platzes, der seit 60 Jahren besteht. Auf diesem Gelände haben wir etwa 600 Stellplätze gehabt und darauf waren Starkaravans, Mobilheime oder auch feste Häuser. Und bis auf die festen Häuser ist alles andere jetzt inzwischen weg. Vor 37 Jahren hat Manfred Bergstermann sein Ferienhaus gekauft. Das Problem? Die Fläche, auf dem es steht, hat auch er nur gepachtet. Der Pachtvertrag galt für ein Jahr und wurde eigentlich immer problemlos verlängert. Doch damit ist jetzt Schluss. Auch die Familie aus Duisburg hat die Kündigung bekommen. Im Laufe der Jahre haben sie aus dem einfachen Holzhaus ein geräumiges Feriendomizil gemacht. Wir haben für das Haus damals 13.000 Euro etwa bezahlt. Natürlich noch in Gulden und umgerechnet, aber im Laufe der Zeit also 70.000 bis 75.000 Euro investiert. Auf dem Campingplatz, auf dem die Bergstermann seit Jahrzehnten günstig Urlaub machen, sollen jetzt schicke Ferienhäuser gebaut werden. Mitten in einer künstlich angelegten Dünenlandschaft. Manfred Bergstermann und seine Tochter Anna schätzen, dass die Häuser mindestens 300.000 Euro kosten werden und vor allem Investoren anlocken. Die Entwicklung ist natürlich schon sehr profitgesteuert. Und das kann jetzt erstmal nicht gut sein, denke ich. Also das ist eine Entwicklung, die schwierig ist, auch gesellschaftlich, glaube ich. Also jetzt nicht nur, weil wir persönlich betroffen sind, sondern
da geht ja ganz viel Emotionalität und Bindung verloren, wenn so Häuser dann in Investment sind und nicht mehr irgendwie was man sich irgendwie anschafft und pflegt und irgendwie eine Verbindung da hat zum Haus, aber auch in die Region, ja. Wie das aussehen könnte, sieht man etwa 20 Autominuten entfernt im Norden Seelands. Am Grevelinger Meer entstand 2015 das Luxusferienresort Pint West. René Bronn hat es entworfen. Sie leitet gemeinsam mit ihrem Mann ein Architekturbüro in Seeland und hatte die Idee, aus einer Wiese am Strand eine Dünenlandschaft zu machen. Mitten hinein ließ sie unter anderem 72 großzügige Ferienhäuser bauen. Was wir hier gemacht haben, wir haben eine neue Naturlandschaft erschaffen und für Flora und Fauna gesorgt. Und finanziert haben wir das durch touristische Vermietung. Die Idee ist, dass man keine Fläche wegnimmt, sondern neue hinzufügt. Damit sich das rechnet, wurden alle Ferienhäuser verkauft. Zuletzt für mehr als 1 Million Euro pro Haus, sagt René Bronn. Wenn die Eigentümer nicht selbst Urlaub machen, vermieten sie an Gäste. Anders als die meisten Dauercamper. So wird der Platz besser genutzt. Dass statt einfacher Ferienhäuser Luxusvillen gebaut wurden, das liege an den wachsenden Ansprüchen der Gäste. Das ist hier der nächste Schritt. Das ist schon Luxus, modern eingerichtet, ordentlich und solide. Aber anders als zu Hause. Das ist nicht das, was man zu Hause hat. Zehn Autominuten entfernt plant die Unternehmerin ihr nächstes, viel größeres Projekt. In diesem Hafenbecken sollen 13 künstliche Sandinseln aufgeschüttet werden und darauf 242 Ferienwohnungen und 73 Luxusferienhäuser entstehen. Der Name? Brauers Island. Doch es gibt Menschen, die wollen, dass hier alles bleibt, wie es ist. Windsurferinnen und Windsurfer. Aus ganz Europa kommen sie hierher, ans Grevelinger Meer. Einen Binnensee in Seeland, gleich hinter der Küste. Wir kommen schon seit 15 Jahren hier hin. Uns gefällt einfach die Infrastruktur. Hier gibt es direkt am Spot was zu essen im Surfcenter. Dann gibt es hier Toiletten überall. Es ist der beste Surfspot in ganz Europa. Also wir sagen alle, durch die Bank weg. Du kannst bei jedem Wind, egal wo er herkommt, wie stark er ist, kannst du hier auf dem Binnenmeer fahren. Damit könnte Schluss sein, wenn die künstliche Insellandschaft gebaut wird, fürchten Jitzke und Albert van Popering. Die beiden leben in Seeland und verbringen jede freie Minute hier. Wenn Brauers Island hier entsteht, verlieren wir ein Drittel des Surfufers und haben schlechteren Wind. Hier trainieren Spitzensportler, finden internationale Wettkämpfe statt. Das ginge alles verloren. Doch die künstlichen Inseln könnten ein Platzproblem lösen. Nach Seeland kamen im vergangenen Jahr 2,5 Millionen Urlauber. Prognosen sagen, dass der Tourismus in den Niederlanden bis 2030 um die Hälfte wachsen wird. Aber wo sollen diese vielen Menschen hin? Middelburg ist die seeländische Hauptstadt. Hier hat die Provinzregierung ihren Sitz. Dick van der Velde ist zuständig für den Tourismus in Seeland und steht vor einer Herausforderung. Wir sind natürlich sehr reizvoll für Touristen und müssen dafür sorgen, dass das so bleibt. Gleichzeitig müssen wir die Natur im Auge behalten und den Charakter Seelands. Deshalb hat die Regierung gemeinsam mit Naturschützern und Unternehmern ein Küstenkonzept entwickelt. Das legt fest, dass keine neuen Küstenflächen bebaut werden dürfen. Ein Schutz vor dem steigenden Meeresspiegel. Unzählige Tiere und Pflanzen leben dort. Ein einzigartiges Ökosystem. Die Osterschelde ist der größte Nationalpark der Niederlande. Auch bekannt für die Austern, die hier gezüchtet werden.
Das alles wollen die Niederländer schützen, auch vor ihren Gästen. Sie wollen die Flächen, die ohnehin schon touristisch genutzt werden, umgestalten. Früher war hier ein Campingplatz. Das Gebiet wurde geflutet und Inseln angelegt. Das Vogelschutzgebiet Waterdünen daraus gemacht. Diese beiden Experten wollen kontrollieren, wie viele Vögel sich gerade hier aufhalten. Sie arbeiten für eine Naturschutzorganisation. Noch sind nur wenige Vögel zu sehen. Die Männer hoffen, dass sich das ändert, wenn die Brutsaison beginnt. Wir erwarten jetzt, dass die Brutvögel zurückkommen aus Afrika und Frankreich. Vor allem die Schwarzkopfmöwe und die große Brandseeschwalbe. Wir haben gerade in der Hütte schon einige hundert gesehen. Das müssten Zehntausende werden. Ein ehrgeiziger Plan. Marcel Klotweig hofft, dass er funktioniert. Der Ökologe begleitet das Projekt und kennt das Risiko, das damit verbunden ist. Denn es geht längst nicht nur um den Artenschutz. Es ist ein für die Niederlande bisher einzigartiges Experiment. Durch einen Durchlass im Deich strömt Salzwasser ins Hinterland und schafft einen völlig neuen Lebensraum für Seevögel. Gleichzeitig entstehen neue Übernachtungsmöglichkeiten. Denn der Campingplatz, den es hier früher gab, soll auch wieder gebaut werden, mitten im neu geschaffenen Schutzgebiet. Platz für Seevögel und Urlauber schaffen. Ökologe Marcel Klotweig steckt in einem Dilemma. Ehrlich gesagt hätte ich lieber nur Natur gehabt. Aber das geht in unserem dicht besiedelten Land fast nicht mehr. Wir wussten, dass die Bauarbeiter kommen. Aber wenn man sie dann bauen sieht in den Dünen als Naturliebhaber, findet man das immer schade. Marcel Klotweig hofft, dass das Experiment gelingt und sich die Vögel zum Brüten niederlassen, trotz der Bauarbeiten. In 2 Monaten will er wiederkommen. Hier und an anderen Stellen entlang der Küste sollen die touristischen Flächen anders genutzt werden als bisher. Für den Campingplatz in Børhamstede bedeutet das, aus dieser Wiese wird eine Dünenlandschaft mit 169 unterschiedlich großen Ferienhäusern. Die Dauercamper müssen dafür weg. Manfred Bergstermann will aber bleiben. Schließlich kommt er seit über 30 Jahren hierher, fühlt sich mit Seeland verbunden. Gerade hat der Rentner Besuch. Seine Familie ist aus dem Ruhrgebiet angereist. Bruder, Nichten, Neffen, 3 Generationen, rund 20 Leute. Einmal im Jahr treffen sie sich hier. Das ist Tradition. Der Campingplatz ist längst mehr als ein Urlaubsort. Das ist mindestens ein Stück Heimat, und nicht nur für mich, sondern ich weiß das auch von meinen Kindern, die sich hier sehr wohlfühlen, die sind hier groß geworden und die kennen die Gegend, jeden Baum, jeden Strauch, jeden Weg. Der Eigentümer des Platzes, der alle Pachtverträge der Dauercamper gekündigt hat, antwortet trotz mehrfacher schriftlicher Anfrage nicht. Seine Anwältin lehnt in seinem Namen ein Interview ab. Manfred Bergstermann will sich gegen die Kündigung wehren und hat Klage eingereicht, gemeinsam mit anderen Betroffenen. Wir hoffen, dass wir bleiben können. Das ist unser erster und wichtigster Wunsch. Und wenn wir nicht bleiben können, dann wollen wir wenigstens entsprechend entschädigt werden. Es könnte das letzte Familientreffen in Seeland sein. In 2 Monaten wissen sie mehr. Auch die Windsurferinnen und Surfer am Grevelinger Meer wollen sich gegen die künstliche Insellandschaft Brauers Eiland wehren, die hier gebaut werden soll. Jitzke van Popering hat 2015 gemeinsam mit anderen eine Protestaktion gestartet, der sich mittlerweile viele Surfer und Naturschützer angeschlossen haben. Wir sprechen über Tausende von Menschen aus ganz Nordwesteuropa. Wir haben Protestaktionen organisiert, Briefe geschrieben, telefoniert, hart gearbeitet. Und wir merken, dass es gut läuft. Die Gruppe legte Einspruch ein gegen die Baupläne der künstlichen Inseln.
und bekam 2019 recht. Doch dann reichte der Projektentwickler einen neuen Bauantrag ein. Jetzt kämpfen die Surferinnen und Surfer dagegen erneut vor Gericht. Mittlerweile ist auch die Gemeinde gegen das Projekt. Und die Unterstützung wächst weiter, auch auf deutscher Seite. Es ist so schon voll genug hier. Also würde ich nicht gut finden. Naja, A, weil es die Landschaft verschandelt, weil es dann viele Touristen, die sonst hier hinkommen und das machen, wahrscheinlich nicht mehr kommen werden, sondern nur noch ein paar reiche Leute, die da so ein Haus kaufen. Ja, die Frage ist eben, ist es das wert, den Freizeitwert für tausende Surfer wegzunehmen, nur für betuchte 300, 400 Leute, die halt die Kohle haben, sich das leisten zu können? Ich weiß es nicht. Ich finde es wichtig, dass in Seeland Platz ist für alle und dass sich reiche Menschen nicht einfach ein Stück wegnehmen können. Doch 10 Minuten entfernt vom Surfspot am Grevelinger Meer gibt es das bereits. Das Luxusferienresort Pünd West. Mit neuem Platz für Touristen. Anja Happel ist gerade mit ihrer Familie aus Düsseldorf angereist. Sie ist schon zum 4. Mal hier. Die Häuser sind einfach total schön. Mit den moosbedeckten Dächern, die sind schön eingerichtet. Ja, hier direkt am Strand in dem Grevelinger Meer. Wenn Sie vorne links ein Haus haben, haben Sie Glück, haben, schwimmt Ihnen sogar ein Seehund vor der Nase vorbei. Ist total nett. Anja Happel hatte noch einen Gutschein aus dem letzten Jahr. Seitdem sind die Preise deutlich gestiegen. Also wir haben jetzt für heute Montag angereist, Donnerstag 3 Nächte, 1500 Euro bezahlt. Und ich finde es einfach nur unverschämt. Weil es eben nur 3 Nächte sind und sie haben ja nur die Unterkunft und den Blick. Ne? Da ist kein Frühstück dabei. Ich habe gerade festgestellt, noch nicht mal mehr das Toilettenpapier wie früher. Hat man richtig versteckt. 500 Euro pro Nacht. Hier gehört Seeland denen, die es sich leisten können. Für René Bronn, die das Projekt entwickelt hat, kein Problem. Ja, natürlich gibt es Menschen, die das hier nicht bezahlen können. Aber es gibt auch Menschen, die in einem gewöhnlichen Ferienpark nichts mieten können. Und sogar Menschen, die einen Campingplatz nicht bezahlen können. Menschen, die keinen Campingplatz bezahlen können, die sind auf jeden Fall auch bei den Strandhäusern in Vlissingen falsch. Ausgebucht sind sie trotzdem an diesem Wochenende. Kai und Christina Hollmann haben eins gemietet. Übernachten am Strand. Für das Ehepaar aus Osnabrück eine Premiere. Das ist was anderes wie Zelt, nur cooler vielleicht. Also von daher, ja, denke ich, könnte das vielleicht ganz spannend und interessant werden. Speziell abends, wenn der Trubel weg ist. Ne? Das Camping für Ältere, ne? Genau. Oh, das ist ja mega. Schöne Überraschung. Danke. Bitte. Es ist nicht nur komfortabler als Camping, es ist auch teurer. 1200 Euro zahlen die beiden für 4 Nächte im Strandhaus. Ein Schnäppchen. Eigentlich hätte der Kurzurlaub sogar 1900 Euro gekostet. So stand es auf der Internetseite. Gepäcktransport gehört selbstverständlich dazu. Genau das erwarten die beiden von ihrem Urlaub in Seeland. Es muss komfortabel sein, ja, und auch ein bisschen so an zu Hause erinnern. Ne? Und wir haben es zu Hause auch so ein bisschen clean und schick. Und, ne? Und ich denke mal, deshalb ist auch die Wahl dieses Mal hier drauf gefallen. Ne? Genau, also wir mögen das, ne? So stilistisch auch. Genau. Das Seeland, das viele Touristen seit Jahren kennen, verändert sich. Und der Urlaub an der Küste fühlt sich für manchen anders an als früher. 566 Euro für 4 Tage Campingplatz mit Wohnwagen ist schon eine Ansage, ne? Sie zahlen im Sommer hier für ein Ferienhaus 15, 16, 17, 1800 Euro. Also irgendwo, denke ich, ist mal irgendwann gut. Aber offensichtlich finden sich genügend, die bereit sind, 1800 Euro pro Woche für eine schöne Unterkunft auszugeben.
Vor etwa 20 Jahren war es Trend zu zelten. Heutzutage ist mehr Luxus gefragt. Auf diesen Trend muss man sich als Unternehmer im Tourismus einstellen können. Touristen geben in Seeland momentan etwa 1,8 Milliarden Euro pro Jahr aus. Und es wird jedes Jahr etwas mehr. Es gibt auch Ecken in Seeland, die sind alles andere als überlaufen. Nur wenige Kilometer jenseits der Küste im Hinterland ist es beschaulich, fast schon verschlafen. Genau darauf setzt ein Ehepaar all seine Hoffnungen. Ja, hallo. Seeland, wie es früher einmal war. Das will Chiaco de Fissa erhalten. Nicht nur für sich, sondern auch für die Gäste, die hoffentlich bald hierher kommen und genau das suchen. Der Hobbylandwirt hat diesen alten Bauernhof gekauft. Er liegt etwas abseits der Küste, in der Nähe von Sautelande. Der Bauernhof ist es wert, bewahrt zu werden. Wir wollen daraus etwas Schönes machen. Auch um die schöne Landschaft in Seeland zu erhalten. Die alte Bauernscheune gehört zu dieser Landschaft, genauso wie die Apfelbäume. Darum machen wir das. Herzstück ist das kleine Bauernhaus, das über 100 Jahre alt ist. Es wird zu einer Ferienunterkunft umgebaut. Es ist ein mühsames und zeitaufwendiges Projekt. Denn Chiaco de Fissa und seine Frau Johanna wollen möglichst viel der ursprünglichen Einrichtung erhalten. So wie diese alten niederländischen Landschaftsfliesen. Sie stammen vermutlich aus dem 18. Jahrhundert und befanden sich an der ehemaligen Küchenwand des Hauses. Chiaco de Fissa hat seine Kindheit hier verbracht. Es war das Haus seiner Großmutter. Als Kind war das meine Lieblingsfliese. Die habe ich mir immer wieder angeschaut. Diese Kindheitserinnerungen vergisst man nicht. Wenn man das erhalten kann auf eine behutsame Art und Weise, macht man das auch für die nächste Generation. Das finde ich wichtig. Ich könnte auch neue Fliesen kaufen oder anfertigen lassen, aber sie haben keine Seele wie diese Fliesen. Diese hier sind kaputt und beschädigt, aber sie haben so viel mitgemacht. Sie erzählen eine Geschichte und das ist schön. Chiaco de Fissa ist gelernter Zimmermann. Johanna Pladdet kümmert sich um den Innenausbau des kleinen alten Bauernhauses. In 3 Monaten sollen die ersten Gäste hier Urlaub machen können. Weit weg vom Trubel entlang der Küste. Vielleicht wird es auch eine Woche nichts tun für die Menschen. Dass sie Ruhe haben, dass sie ein Pferd putzen können, wenn sie Lust haben. Oder hinten auf der Wiese ein Buch lesen. Wir müssen noch herausfinden, was funktionieren könnte. Diesen alten Bauernhof, eine Autostunde entfernt, haben sie bereits vor einigen Jahren in eine Ferienunterkunft umgebaut. Johanna Pladdet kümmert sich selbst um die Vermietung. Hallo. Guten Morgen. Hallo. Gerade ist eine Familie aus Hessen hier. Das Bauernhaus hat Johanna Pladdet renoviert und eingerichtet. Einige Möbel konnte sie restaurieren. Vieles hat sie in Antiquitätengeschäften und im Internet aufgestöbert. Hauptsache, die Einrichtung unterscheidet sich von den typischen Fertighäusern in den Ferienparks. Meine Häuser müssen Atmosphäre und Wärme ausstrahlen. Die Gäste müssen sich zu Hause fühlen. Ich will die Atmosphäre von früher erhalten, mit dem heutigen Komfort. Die Betten müssen gut sein, die Sofas müssen gemütlich sein. Rund 1.400 Euro kostet eine Woche in der Hauptsaison für bis zu 14 Personen. Mittlerweile ist der Tourismus für Johanna Pladdet zur Haupteinnahmequelle geworden. Das Geschäft läuft. Denn es gibt Urlauberinnen und Urlauber, die genau das suchen, was die Unternehmerin anbietet.
dieses Alte, dieses Unperfekte, was wir hier auch oft schon einfach kennengelernt haben, was auch hier so sympathisch ist, dass eben es nicht perfekt und kleinlich alles in Ordnung ist, sondern gerade, dass es so gewachsen ist und so alt ist, genießen wir extrem. Denn auch das ist Seeland. Ursprünglich. Und so niederländisch, wie man es sich nur vorstellen kann. Ja, die Freundlichkeit auch unserer holländischen Nachbarn ist ja grandios. Es ist eine entspannte Atmosphäre, also uns gefällt es hier richtig gut. Natur, Meer, immer die Brise um die Nase. Und dann reicht ein langes Wochenende in Deutschland und an der Küste wird es voll. Alle wollen ans Meer. Die Niederländer kennen ihre deutschen Gäste gut. Ja, für die Deutschen sind die Fahrradhelme. Ja, das ist typisch deutsch. Dass sie gern Löcher graben und sich reinsetzen und sich so ihren eigenen kleinen Platz schaffen. Ich würde sagen, Aperol Spritz. Stimmt. Trinken, feiern, Party machen. Eine Tradition, die an manchen Orten zur Belastung geworden ist. Auch das soll sich ändern. Am Pfingstwochenende haben sich die feierfreudigen Gäste wieder in Renesse getroffen. Der Ort ist als Ballermann von Seeland bekannt. Rob Rameau stört das. Als Unternehmer setzt er sich für einen Imagewandel ein. Mittlerweile gibt es ein Alkoholverbot an öffentlichen Plätzen. Und deutlich mehr Restaurants und Geschäfte als noch vor ein paar Jahren. Renesse wird so ein bisschen zu einem Gebiet, in dem man shoppen gehen kann, mehr als früher. In diesem Sinn hat es eine enorme Anziehungskraft bekommen. Je mehr Gäste, desto größer die Möglichkeit, daran zu verdienen. Je mehr Gäste, je mehr die Möglichkeit besteht, um zu verdienen. Rund um die Kirche werden die Häuser seit 2019 nur noch an Menschen mit Erstwohnsitz verkauft. Denn sonst stehen sie in der Nebensaison möglicherweise leer. Letztendlich ist der Tourismus eine enorme Belastung für das tägliche Leben. Der Tourismus muss in der richtigen Balance sein mit dem Leben der Einheimischen. Darauf wird sehr stark geachtet. Iedereen, die hier woont. Da wird auch sehr stark auf gelet. In Zukunft soll in Renesse ein anderer touristischer Wind wehen. Deshalb findet an diesem Pfingstwochenende ein Drachenfest am Strand statt, mit Teilnehmern aus ganz Europa. Familienausflug statt Strandparty. Das erhofft sich Rob Rameau von dem Drachenfest. Er betreibt seit 8 Jahren ein Strandlokal. Je zahlungskräftiger das Publikum, desto besser fürs Geschäft. Eine erste Bilanz. Es war ein sagenhafter Tag. Schöne Sonne, guter Wind, ganz viele Teilnehmer und unglaublich schöne Drachen. Und das Publikum. Was will man noch mehr? Jetzt sind wir allerdings kaputt. Wir sind wel kaputt. Am Strand hat die Idee offenbar funktioniert. Es ist ruhig. Einige wenige genießen den Sonnenuntergang an der Nordsee. Im Ort dagegen Partystimmung wie eh und je. Minderjährige sind hier kaum unterwegs. In den Niederlanden gibt es ein Alkoholverbot für Jugendliche unter 18 Jahren. Der Rest ist nach Renesse gekommen, um zu feiern. Also wir werden eine ruhige Nacht haben, weil wir ein bisschen außerhalb wohnen. Es wird wunderbar. Alles gut, dafür sind wir hier hingekommen, um es nicht ruhig zu haben. Das, was wir bisher hier erlebt haben, ist absolut lohnenswert. Klar, auch viele Deutsche hier, wobei alle anderen sind auch nett. Also insofern, das macht richtig Spaß hier, ja. Was haben Sie heute noch vor? Ja,
feiern. Aber Renesse wird sich weiter verändern. Und von 10 Diskotheken existiert inzwischen nur noch eine. Der nächste Morgen, rund 40 Kilometer südlich von Renesse. In Vlissingen macht sich Ökologe Marcel Klotweig auf den Weg zur Arbeit. Um mit dem Rad ins Vogelschutzgebiet zu kommen, muss er die Fähre nehmen. Das versucht er im Sommer so oft wie möglich. Man sitzt 25 Minuten auf dem Boot und kommt dabei völlig zur Ruhe. Man hat eine wunderschöne Aussicht, sieht, wie die Seeschwalben Futter suchen, bevor man auf der Arbeit ist. Hin und zurück, das ist der schönste Moment des Tages. Vom Hafen in Breskens aus radelt er weiter nach Süden. In dem künstlich angelegten Vogelschutzgebiet Waterdünen hat mittlerweile die Brutzeit begonnen. Er ist gespannt, was ihn erwartet. Der Ökologe will zu einem Aussichtspunkt ganz in der Nähe der Brutinsel. »20.000 Tiere brüten auf der Insel. Darunter allein 14.000 Brandseeschwalben. Die größte Brutkolonie dieser Art in den Niederlanden. Das ist einzigartig in Seeland. Dieses Gebiet und auch die Menge. Das ist fantastisch zu sehen. Was Marcel Klotweig zu diesem Zeitpunkt nicht ahnt, Ende Juni wird die Vogelgrippe großen Schaden anrichten, mehrere tausend Vögel töten. Trotzdem ist aus seiner Sicht das Vogelschutzgebiet ein voller Erfolg. Mittlerweile lockt es auch immer mehr Gäste an. Vor 5 Jahren waren wir schon mal hier. Da drüben sind wir mit dem Fahrrad gefahren. Und damals gab es hier noch nichts. Und dass es jetzt fertig ist. Ja, sie haben viel Arbeit reingesteckt. Und wenn man jetzt die Brücken sieht, das sieht toll aus. In Zukunft werden tausende Urlauber kommen. Denn der neue Ferienpark nimmt Formen an. Luc Slacher ist einer der Chefs von Molekarten. Das niederländische Familienunternehmen betreibt Ferienparks. Die ersten Fertighäuser sind gerade angeliefert worden. Insgesamt werden 348 von ihnen aufgestellt, ganz in der Nähe der Brutinseln. Früher betrieb Luc Slacher hier den Campingplatz. 2006 stimmte er zu, dass aus dem Gelände ein Vogelschutzgebiet samt Ferienpark wird. Das Besondere: Die Naturschützer und er sind Partner. Der Tourist bezahlt. Und mit diesen Einnahmen kann dann die Natur geschützt, erweitert und verbessert werden. Wenn man mehr in einem Modell von Kooperation denkt, von gemeinsamen Interessen, dann könnte man an mehreren Orten, denke ich, ein Projekt wie dieses hier entwickeln. Wenn man aber nur verharrt im Gegeneinander, wenn Interessen unvereinbar bleiben, dann unterstützt man sich nicht und findet auch keine Partner. Dann wird man zu Gegnern. Genau das ist hier passiert. Am Grevelinger Meer haben sich Surfer jahrelang einen erbitterten Kampf geliefert mit dem Projektentwickler, der hier die künstliche Insellandschaft Brauers Island bauen will. Jetzt wurde entschieden. Brauers Island mit seinen 13 Ferieninseln wird nicht gebaut. Zu hoch sei die Belastung der Natur, so das Gericht. 7 Jahre hat sich Jitzke van Popering gegen die Veränderungen gewehrt. Gemeinsam mit ihrem Ehemann und vielen anderen Menschen. Sie wollen hier weiter surfen. Wir brauchen alle Wind und Wasser. Das verbindet uns. Unternehmerin René Bronn, die Brauers Island mitentwickelt hat, glaubt immer noch an ihr Projekt.
Menschen wollen eigentlich immer, dass sich nichts ändert. Aber so funktioniert die Welt nicht. Es verändert sich immer. Und wenn man selbst nicht die Initiative ergreift, dann verändert es sich in eine Richtung, die man sicher nicht will. Dass hier doch noch gebaut wird, ist unwahrscheinlich. Denn mittlerweile greift das Konzept der Regierung zum Schutz der Küste und damit ein Bauverbot. Rumpot geht einen anderen Weg. 24 Ferienparks betreibt das Unternehmen allein in Seeland. Und die Strategie ist, nicht neue Parks zu bauen, sondern die vorhandenen weiterzuentwickeln. Das sieht man hier am Ferienpark See Bad Breskens. Die Pachtverträge der Dauercamperinnen und Dauercamper wurden gekündigt. Die Jahresstellplätze verschwinden. Stattdessen werden Ferienhäuser gebaut. Denn die haben mehrere Vorteile. Hier entstanden auf einem ehemaligen Campingplatz diese Ferienhäuser. Klimaneutral, mit Wärmepumpen und Solarzellen. Drumherum eine parkähnliche Landschaft, für alle offen. Die neuen Häuser wurden alle verkauft. Die Eigentümer müssen sich verpflichten, ihr Haus einen Teil des Jahres unterzuvermieten, erklärt Pressesprecher Baptiste von Utrive. Und dies habe einen wesentlichen Vorteil im Vergleich zum Dauercamping. Der Unterschied zwischen einem Jahresstellplatz und einer Ferienwohnung ist, dass ein Jahresstellplatz von nur einer Familie genutzt wird, die an vielen Tagen im Jahr nicht hinfährt. Und dann steht er leer. Und umgekehrt, eine Ferienwohnung, die wird zu fast 100% genutzt, das ganze Jahr, sowohl im Winter als auch im Sommer. Und je höher die Auslastung, desto lukrativer auch für Rumpot. Denn einen Teil der Mieteinnahmen behält das Unternehmen für sich. Gewinner sind auch die Ferienhausgäste. Sie können Urlaub machen auf Flächen, die vorher von Campern belegt waren. Also man hat in dem Park selber totale Ruhe für sich, ist ein total schönes Haus, super, sehr, sehr angenehm von der Aufmachung her. Für den Kleinen ist es halt schön, ne? Der kann da mit Enten spielen und die füttern, auch wenn es nicht so gut ist, weil dann die Möwen kommen. Aber auch hier ist ja alles ganz toll, ne? Und die haben hier so Animationen vor der Tür, was auch ganz nett ist. Verlierer sind die Dauercamperinnen und Dauercamper, deren Pachtverträge gekündigt werden. So wie auf dem Campingplatz in Börhamstede. Manfred Bergstermann und seine Mitstreiter haben dagegen geklagt. Mit Erfolg. Die Kündigung ist unwirksam. Wegen eines Formfehlers. Sie können bleiben. Erstmal bis Ende nächsten Jahres. Damit geht es uns sehr gut. Also, wir haben hier auch gleich eine sehr offene Stimmung auf dem Platz erlebt, als das bekannt wurde. Und freuen uns natürlich darüber. Und es zeigt sich wieder, dass man kämpfen muss, um seine Rechte einzuklagen. Um die Höhe der Abfindung wird noch gestritten. Doch Manfred Bergstermann ist auch klar geworden. Es gibt für ihn keinen dauerhaften Anspruch auf sein eigenes Stück Seeland. Solange es gut lief, haben wir das nicht in Frage gestellt. Aber jetzt stellen wir fest, wir haben überhaupt gar keine Rechte. Ein Jahresvertrag ist bei solch einem Objekt lächerlich. Was hier in Börhamstede passiert, ist überall in den Niederlanden zu beobachten. Laut einer Studie des Wirtschaftsministeriums werden in den nächsten 5 Jahren voraussichtlich 5000 Jahresstellplätze wegfallen. Die Politik hat festgelegt, dass die Natur geschützt werden muss. Die Folge? Bestehende Flächen werden stärker ausgelastet. Ein Fehler? Wir sehen natürlich, dass in zunehmendem Maße Campingbetriebe in den Besitz von Entwicklern gelangen, die dann Bungalows aufstellen. Und die Frage ist, ob wir mit all diesen zusätzlichen Bungalows so glücklich sind. Das werden wir berücksichtigen beim Küstenkonzept. Dass etwas geschehen muss, das wird spätestens jetzt deutlich. Die Ferienzeit hat begonnen. In Seeland ist es rappelvoll. Zumindest in den Orten entlang der Küste.
Autominuten landeinwärts, in der Nähe von Sautellande, herrscht dagegen Ruhe. Sciacco de Fissa ist immer noch dabei, seinen Bauernhof in ein Ferienhaus umzubauen. Von einer Eröffnung ist er weit entfernt. Er will gemeinsam mit seiner Frau Johanna so viel wie möglich selbst machen und dem Haus so einen unverwechselbaren Charakter geben. Das kostet Zeit und Geld. Dann brauchen wir eben etwas länger, aber dann strahlt es auch mehr aus. Und ob wir dadurch etwas später vermieten können und dann erst daran verdienen, das steht an zweiter Stelle. Es kostet uns jetzt einige Monate Umsatz, aber dann haben wir auch ein schönes Produkt. Immerhin, das erste der drei Gästezimmer ist so gut wie fertig. Irgendwann sollen in dem Haus bis zu 12 Personen Urlaub machen können. Im Winter, so hoffen die beiden, ist endlich alles fertig. Nach einem Jahr Arbeit. Es ist schön, wenn man etwas fertigstellen kann. Wir haben auf einer Baustelle angefangen, mussten erst alles abreißen. Wenn man dann irgendwann das Ziel erreicht, das man ein Jahr lang vor Augen hatte, und wenn es so wird, wie man es sich vorgestellt hat, das ist immer toll. Und dann Fotos machen, die Internetseite und die sozialen Medien aktualisieren, das sind schon die schöneren Dinge. Der Preis für eine Woche? 2.500 Euro. Nicht gerade ein Schnäppchen. Aber das Ehepaar ist sich sicher, auch in den nächsten Jahren werden mehr als genug Touristinnen und Touristen hierher kommen. Trotz der Veränderungen in Seeland oder gerade deswegen. Es hat sich ganz, ganz viel verändert. Ich finde nicht unbedingt alles zum Positiven. Infrastruktur ist natürlich besser geworden, alles, aber mittlerweile, Sie sind selbst, es ist auch einfach Zufall geworden. Wo jetzt gerade vielleicht nach Corona genau auch sehr viele Leute sich wünschen, wieder Urlaub zu machen, wieder rauszukommen und dass sich das vielleicht auch deswegen ein bisschen rubbelt. Aber es ist genug Platz hier, die Strände sind ja sehr groß. Will Seeland so mooi und rustig bleiben? Wenn Seeland so schön und ruhig bleiben will mit so viel Natur, dann muss es an einem bestimmten Punkt einen Stopp geben für Ferienparks. Sonst wird der Zustand der Natur sich verschlechtern. Und das wäre für die Einwohner und auch für die Touristen nicht wünschenswert. Am Abend Ausflug zum Strand. Johanna Pladdet und ihre Familie sind eng verbunden mit Seeland. Sie leben vom Tourismus, so wie viele Menschen hier. Und sie teilen ihr Land gerne mit allen, die kommen. Sie wollen aber auch, dass ihre Heimat ein Sehnsuchtsort bleiben kann. Wenn immer mehr Menschen kommen, zerstört der Tourismus das, wofür Seeland eigentlich steht. Es muss eine Balance gefunden werden. Ja, je bedoelt, von wie ist Seeland? Wem gehört Seeland, bedoel je? Ja, ich denke, es gehört dem Meer. Das Meer ist schon etwas Gewaltiges, würde ich sagen. Es hat nicht jeder Anspruch auf das Land. Aber wenn man das hier genießen kann und respektvoll damit umgeht, dann gehört Seeland allen. Ist Seeland von iedereen?